Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und in diesem kurzen Video möchte ich euch ganz kurz erklären, was die Augen bei Rosen sind. Weil wenn wir uns um Rosenpflege kümmern, egal jetzt nun ob Schneiden oder Stecklingsgewinnung, dann treffen wir immer wieder auf diese Behauptung oder auf diese Anleitung, über einem Auge schneiden. Und da ist es ganz oft gar nicht bekannt, was diese Augen letztendlich sind. Und das ist eigentlich ganz, ganz, ganz einfach. Augen bei Rosen, das sind diese kleinen Knubbel, die ihr an den Trieben seht, die kleinen Knubbel, die aus denen im nächsten Frühjahr die neuen Triebe entstehen. Diese Knubbel, die können nach innen gerichtet sein, also ins Innere der Pflanze rein, oder die können nach außen gerichtet sein, also von der Pflanze weg. Und je nachdem, in welche Richtung dieser kleine Knubbel zeigt, da wird auch der Trieb wachsen. Das heißt, es ist halt insofern schon wichtig, über welchem Auge ihr schneidet, weil dann der neue Trieb halt genau die Richtung einschlagen wird, ja, in die er zeigt. Und deswegen, schon mal so vorweggenommen, wenn ihr Rosen schneidet, möglichst über einem nach außen gerichteten Auge, damit die Rose halt luftig wird und die Triebe sich nach außen hin entwickeln. Schneidet ihr Rosen über einem nach innen gerichteten Auge, wird es natürlich passieren, dass die Triebe dann die neuen Triebe nach innen wachsen und irgendwann sind die Rosen alle innen drin so in sich vermuckelt und nach außen hin diese schöne buschige Wuchsform kann gar nicht entstehen. So, und hier könnt ihr jetzt sehr, sehr, sehr schön sehen, wie Augen von Rosen aussehen, wenn sie noch nicht voll entwickelt sind. Diese kleinen Knubbel hier, Knubbel, 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 das sind die Augen, aus denen sich dann hier diese Triebe irgendwann entwickeln werden. Aber momentan sind das hier die Augen. Und dabei unterscheiden wir natürlich wiederum die nach außen gerichteten Augen und die nach innen gerichteten Augen. Und das sieht man hier auch, weil dieser Zweig, der war, also dieser Steckling, der war so am Rosenstrauch, unter ihm, da wo meine Hand ist, da war ein nach außen gerichtetes Auge und die anderen sind hier, das geht nach, ging jetzt nicht mehr, aber es ging nach innen, das ging wiederum nach außen. So, hier kann man es beispielsweise auch sehr, sehr, sehr schön anschaulich sehen, bei diesem älteren Rosentrieb hier ein Auge nach innen gerichtet, nach innen zur Pflanze hin. Hier dieser Knubbel, der zwar schon, ja, er ist halt vertrocknet, aber auch ein Auge nach innen gerichtet, zur Pflanze hin. Hier sehen wir einen unentwickelten Trieb, auch ein Auge, also immer noch zu sehen als Knubbel, dieser Knubbel nach außen gerichtet. Dieser Knubbel kommt zu uns und nicht wie die anderen nach innen zur Pflanze rein. Wenn wir jetzt also sagen, wir setzen einen Schnitt ein über einem nach außen gerichteten Auge, schneiden wir dort. Und wir sagen über nach einem innen gerichteten Auge, schneiden wir nach dort. Wobei ich natürlich dazu sagen muss, es geht hier um noch nicht entwickelte Triebe, also um junge Triebe, die sich noch nicht entwickelt haben und nicht um welche, die, ja, wie in dem Fall, die sich niemals wieder entwickeln werden, weil sie einfach schlicht und ergreifend vertrocknet sind. Diese Rose hier, die ja, wie eine Wildrose fast wächst, obwohl sie halt eine Edelrose ist, die zeigt uns wieder ganz, ganz wunderbar hier, was Augen sind. Hier ein Knubbel, aus dem ein junger, frischer Trieb wächst. Nach außen gerichtet, von der Pflanze weg. Dort ein Knubbel, aus dem ein junger, frischer Trieb wächst, auch nach außen gerichtet, von der Pflanze weg. Wäre dieses Auge jetzt zu uns, dort wo jetzt meine Hand ist, wäre es ein nach innen gerichtetes Auge. Wenn wir jetzt einen Schnitt bei einer Rose ansetzen, dann haben wir ja nicht immer das Glück, dass wir noch tatsächlich noch unausgebildete Augen haben, sondern schon welche, aus denen sich schon tatsächlich die Blätter oder sogar auch Triebe entwickelt haben. Dennoch war ja jeder Trieb entsprang, wie hier zum Beispiel, entsprang einem Auge. Das heißt, wenn wir dort schneiden wollen, orientieren wir uns wieder daran, der Knubbel, geht der Knubbel nach innen, ist er nach innen gerichtet, geht der Knubbel nach außen, ist er nach außen gerichtet. Mehr gibt es dabei nicht zu beachten. Ja, ich hoffe, euch hat mein kurzes Video gefallen. Ihr habt jetzt verstanden, was Augen an Rosen sind. Ihr liked mein Video, ihr abonniert meinen Kanal.
und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei.